Das war so mal ein kleines bisschen Rumgespiele. So, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tell Us of Part 2. Und ja, in der letzten Folge, Alter, ich hatte zwei letzte Folgen, also ne, die waren so wunderschön. Da waren wir wieder ein kleines Kind und da waren wir mit Joel im Museum und Dinosaurier haben wir gesehen. Ach, das war so herrlich. Alter, war das schön, ey. Ah, Mann, das war so geil, ey. Aber jetzt will ich mal gucken hier, was mit Dina ist. Die ist nicht da. Okay, Dina, wo bist du? Man hat da irgendwie aus der Ferne so dieses Funkgerät gehört. Jetzt muss ich ja nur mal sehen. Dieses Funkgerät. Hier. Ups. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Okay, dann bleibt sie jetzt da, weil das ist eigentlich sicher. Hellcrest. Dann machen wir es. Hellcrest.
alleine weiter. Bin ich ja richtig? Definitiv richtig. Okay. Das muss Tommy sein. Scheiße. Möglich. Okay, hab ich die... okay, ich habe eine Nahkampfwaffe, die ich noch nicht verbessern kann. Dann haben wir, okay, 33 Punkte, für da unten brauche ich 40. Da brauche ich auch 40. Okidoki, nee, ich will keinen Falldämpfer haben, weil im Moment auf jeden Fall noch nicht. Okay, ich lasse es erstmal. Aber ich habe auch keine Karte hier bei mir. Nee. Da kann ich drücken, wie ich will. Okay, Alkohol und Lumpen für Molly. Ja, komm, einfach mal erstmal her. Dann kann ich wieder was mitnehmen. So, pack das brennende Zeug mal in deinen Rucksack rein. Okay, also. Du bist von hier unten gekommen, ja? Aber da im Auto ist was drin? Moment. Das ist das erste Mal, dass im Wagen was drin ist. Wachumero? Okay, der trommelt auf so einem Fass rum. Wachumero, echter Name unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit Neodox. Dieser desillusionierte frühere, oh Gott, Unternehmer machte sein Vermögen mit dem Streetwear-Label als Hia Universe Wear und ging mit 32 Jahren in Rente. Mein Gott, noch schwerer können die Worte nicht machen, was? Um die Welt zu bereisen und das Evangelium der Dekommodifizierung zu predigen. Halleluja. Doch nachdem er auf einem Berg in Peru zweimal von einem Blitz getroffen wurde, armer Kerl, erlangte er die Fähigkeit, durch das Schlagen seiner psionischen Trommelvision Visionen heraufzubeführen. Mein Gott, hat der hier Ausdrücke oder so. Mit dem richtigen Rhythmus können diese Visionen die Realität verändern und die unberechenbaren Träume der Menschen wahr werden lassen. Neutral. Halleluja, Alter. Denkt euch doch mal leichte Worte aus hier für mich, Mensch. Ich komme doch überhaupt nie im Leben dort in Berührung hier. Schön. Das erste Mal hinter eine Karte gefunden, im Wagen drin. Ja, super. So. Wie sie auch immer dann hierher gekommen ist. Eine Parkuhr, vielleicht ist da ja Geld drin. Okay. Da konnte man sich früher mal schneiden lassen. Hier ist nix. Aber wir können erstmal hier rüber. Was sagst du denn dazu, Ellie? Hinten rum. Das ist eine Tür. Geht sie auf? Sie geht auf. Okay, ich bleibe erstmal hier draußen. Das riecht alles so schön nach grünem Gras und ja. Schöne Natur. Okay, Licht an. Was ist das? Sie halten uns für Schafe. Mäh. Zeig die Zähne. Komm zur Waffe.
Liberation Front, okay. Die Liberation, voll, Revolver ist voll. Sechs und sechs habe ich leider nur da drin. Na gut. Wäsche. Abstellraum mit drei Automaten. Da ist nichts drin. Puh, die Wäsche stinkt ja. Wer hat denn die zuletzt getragen? Hier ist es halt genug, hier kann ich erstmal. Okay, hier mal reingucken, vielleicht da ja was versteckt. Ne? Nix, okay. Noch mehr Wäsche. Oh, da ist was. Tja, und sonst hier geht klar, geht keine Klappe auf. Nee. Okay, da geht nichts auf. Dann hüpfe ich hier mal wieder raus. Und ist hier was drin im Wagen? Nein. Doch, da. Gucke mal, Alter. Es gibt sogar Autos, wo was drin ist. Lange Zeit nix. Und jetzt also halt was da drin. Okay, kann ich hier aufmachen? Nein. Hätte ja sein können. Okay, ein Modeladen. Ellie, vielleicht gibt es ein paar neue Klamotten für dich. Haha. Kannst ja neue Unterhosen anziehen oder sowas. Oder einen kurzen Rock. Das wäre doch mal was. Hast du Ellie im Rock? Dann hast du Bock. Okay, Moment. Siehst du Ellie in der Jacke? Findest du das kacke? Ganz schön knapp. Da sind Schuhe. Da ist eine Treppe. Ja gut. Immerhin. Da nur 34, das lohnt sich nicht. Da brauche ich dann noch mehr, zum Beispiel hier. Da ist auch noch was. Jawohl, ja. Oh, okay, da sind auch noch 6 Dinge. Hier sind noch 3. Munition ist voll. Oh, ein Brief. Das ist nicht schlecht. Happy Birthday, Dad. Okay. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Du bist der beste Klickerkiller in der ganzen Quarantänezone. Okay. Den ersten Platz hat er gemacht im Bogen. Schießen. Boris Legasov oder Legasov, wie auch immer. Sunnyway Bogen für Platz 1 und so weiter. Gut. Und da ja auch noch die blauen Dinger. Alles klar.
kriegen wir hier noch eine Hublade auf. Jawohl, aber auch da ist voll. Na gut. Ah, guck mal, von der anderen Seite hätte ich nicht rein können, durch können, weil die war abgeschlossen. Sieh mal einer an. Tja, Ellie, keine Klamotten für dich dabei, ne? Lappen ist voll. Juhuhu. Der Lappen ist voll. Eine Sprengfalle. Ich lasse das mal. Okay, gut, ja. Wobei, ich glaube, ich konnte doch da hinten irgendwo raus, ne? Ja. Dann bin ich einfach mal hier jetzt. Hallo? Nein, am Stromkasten kann ich nichts machen. Die sehen das aus. Dann hat das wohl vor kurzem noch geregnet. Das nehme ich mit. Die Schere ist voll, das Symbol. Was war das mal für eine Maschine? Vielleicht wurde da mal sowas wie Zuckerwatte hergestellt oder... Ich glaube auch eher Kuchen oder Brot gebacken. Geld ist nicht zufällig drin in der Kasse? Nein. Schade. Aber wir hätten ja doch nichts damit anfangen können. Ist denn hier noch was drin? Nee. Nix. Nixe. Was war denn das hier für ein Laden? MB. Präsentiert. Okay. Gut, das war das hier. Na. Da. Okay, dann jetzt hier rüber. Wie komme ich da hoch? Scheiße. So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Sind ja einige Häuser, wie es aussieht. Nix. Aber mal gucken. Nein, nix. Ganz viel Moos. Aber ohne Moos ist da nichts los. Aha. Nein, da ist nichts versteckt. Ich bin pitzepatze nass. Haha. Hat geduscht. Bäh. Nicht gut, ne, Ellie? Haha. Ach ja. Ich spiele gerne mit Ellie rum. Da ist nichts drin im Wagen. Vielleicht hier, was ist das für ein Laden? Was? Irgendwas mit Bücher.
vor sich, schneidet ja nicht die Finger und die Hände und so weiter. Die History-Bücher. Okay, Fantasie-Dinger hier. Schweins-Fick-Dingsbums. Ja. Auch nochmal. Okay. Aber kein Buch für ihr dabei. Aber ein Zettel. Von Boris. Wolfs sind ins Fedra-Hauptquartier eingebrochen und haben die Namensliste gefunden. Sie sollen bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen, unter neuem Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Alfie nicht finden. Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt. Graue ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt. Yolanda. Okay, Alfie. Vielleicht der Hund? Okay, ich denke mal, das wird man da Hundehütte dann erkennen, wenn da eine ist. Futter hinter das Haus abgestellt. Jetzt habe ich ja hier die Möglichkeit, darüber zu klettern. Da ist dann noch eine Leiter. Was ist hier? Das ist der Weg, genau. Okay, doch. Okay, dann gucke ich nochmal hier. Willst du da rein, Ellie? Könnte ja was sein. Nein, da ist nichts. Gut, und hier ist auch nichts. Okay. Der hat dicke Panzerscheiben. Warte mal. Ich bin dann von hier gekommen, ja. Gut, dann geht jetzt hier weiter. Mal gucken. Hep. Guck mal hier zufällig durch. Nein. Also rüberklettern. Nein. Ich wette, auf dem Klo ist was. Ja gut, das eine hier. Aber Lumpen ist voll. Okay, da mache ich nochmal einen Molly. So. Dann kann ich das jetzt mitnehmen. Und sonst ist ja nichts mehr. Oder ist da noch was drin? Nee, sieht nicht so aus. Ja. Was ist das hier für ein scheiß Saftladen, Mensch? Wenn da nichts drin ist. Randale. So.
Und Geld ist hier auch nicht drin. Dumme Kasse. Hopsala. Die war ziemlich weich. Leicht. Okay. Da ist noch was. Da muss es irgendwie. Da oben ist ein Fenster. Moment. Von hier geht's also nicht. Nein. Das ist natürlich. Das ist ein Raum, wo was ist. Aber wie kommt man da rein? Von der einen Seite geht's nicht. Warte mal. Hep. Oh, eklig. Ja. Aber wenn es von draußen nicht geht, dann geht es halt eben von drin. So. Komm hoch, Ellie. Im Kühlschrank ist auch nichts. Medikit ist voll. Warum ist Medikit voll? Wie gut ist denn meine Gesundheit? Ich weiß das jetzt nicht. Da geht was mit. Das Klebeband. Klebeband. Ich habe keine Nahkampfwaffe, kann das sein? Okay, wie weit ist denn meine Gesundheit? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn da eins ist, na gut, ich will mal die Folge erstmal beenden. Und dann geht's dieses Mal weiter, und zwar hier durch die Tür. So. Dann mach's erstmal gut und dann geht's nächste Folge weiter. Vielleicht fällt mir dann Tommy, mal gucken. Bis dahin, mach's gut und bye bye.